Dritter Kampf. Und wie gesagt, und wie Sie hier in der Vorschau haben gerade hören können, am Samstag, also morgen, Lennox Lewis und Ray Mercer, die anderen beiden Kontrahenten bei dieser Veranstaltung im Madison Square Garden am 10. Mai dieses Jahres. Bobby Chiss war 1980 als Profi aktiv. Sie sehen, er ist mit 34 nicht mehr unbedingt der Jüngste. Holyfield mit 33, überraschend ein Jahr jünger. Chiss versuchte im Schwergewichtsbereich Fuß zu fassen, nachdem er als Mittelgewichter geboxt hat, als Halbschwergewichter geboxt hat, als Cruisergewichter geboxt hat, als Halbschwergewichter und Cruisergewichter auch Weltmeistertitel erringen können und will nun ganz oben mitmischen. Evander Holyfield, einer der Giganten des Boxsports, nicht von der Größe her, von der physischen Größe her, im Gegenteil, er ist, wenn überhaupt, eines der kleineren und leichteren Schwergewichte. Aber er hat einen wirklich beeindruckenden Kampfrekord. 31-3, 31 Siege, 22 davon vorzeitig. Aber die wirkliche Leistung, das sind seine Auseinandersetzungen mit Larry Holmes und Vidic Bowe in den letzten 3-4 Jahren. Introducing first, fighting out of the red corner, coming in wearing white trimmed with gold and weighing 210 pounds. He brings an outstanding professional record of 44 victories against 6 defeats, 28 KOs. He comes to us tonight from Raritan, New Jersey. Ladies and gentlemen, he is the former light heavyweight champion of the world, the former cruiserweight champion of the world, two-time world champion Bobby Chiss. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed with purple, and weighing 211 pounds. His professional record, also an outstanding one, 31 victories with 3 defeats, 22 KOs to his credit, fighting out of Atlanta, Georgia. In 1984, he captured bronze but deserved gold. He went on to become the undisputed cruiserweight world champion, and he won 2 world heavyweight titles. Ladies and gentlemen, he is boxing's true warrior. Ladies and gentlemen, he is the former undisputed heavyweight champion of the world, Evander Real Deal. Und wiederum Michael Buffer mit seinem Schlachtruf. Vor Beginn der handgreiflichen Auseinandersetzung im Ring. Hier diesmal zwischen Bobby Chiss in der weißen Hose. Links im Bild mit dem Bart. Und Evander Holyfield. Ron Lipton, der Unparteiische. Und Bobby Chiss hat sich hier eine enorme Aufgabe gestellt. Einer der besten Männer in der Schwergewichtsklasse. Der mit Sicherheit unter den ersten 5 zu rechnen ist. Der steht auch in der IWBA an 5. Stelle. Eine Legende, trotz seiner relativen jungen Jahre von 33 Jahren im Schwergewicht ist das nicht ganz so problematisch. Wenn man über 30 kommt, den ersten Titel gewann er nebenbei gesagt 1986 gegen Dwight Clavey als Cruisergewichter, das war der Holyfield. Hat dann gegen Leute wie Henry Tillman, Ricky Parkey, Ossie Ocasio geboxt und dann noch einen Rückkampf gegen Dwight Clavey bestritten und das fängt hier hervorragend an mit Evander Holyfield. Eine Minute, etwas über eine Minute geboxt und Holyfield hier voll in Kontrolle.
erstaunlich, nachdem er seinen Titel oder seine Titel gegen Riddick Bowe verloren hatte und dann den Titel zurückgewinnen konnte, heißt den WBA und den IBF-Titel, eine völlig unerwartete Niederlage gegen Michael Moorer. Danach hieß es, er hätte ein Loch im Herz. Aber das ist später dann als kein Gesundheitsproblem diagnostiziert worden. Ich bin mir nicht ganz klar, wie man das gemacht hat. Aber Sie wissen, die Welt des Berufsboxens ist voller Wunder. Bobicis gewann seinen Halbschwergewichtstitel von Slobodan Kaccha. Das war ebenfalls 1986, war der IBF-Titel. Und Roberto Daniels war der Mann, von dem er dann im Kürzegewicht den Titel gewinnen konnte. Das war übrigens bereits 1991. Er hat gegen Virgil Hill verloren, 1989, dabei ging es aber noch um den Halbschwergewichtstitel. Die WBA-Version hat dann gegen Charles Truth Williams die Boxen versucht, die IBF-Version des Titels zu gewinnen, ebenfalls ohne Erfolg, wurde ausgenockt. Und hier ist wieder ein harter Puncher am Werk. Evander Holyfield schenkt hier Bobicis ordentlich ein. Und der beste Beweis dafür, dass Evander Holyfield wirklich einen Punch hatte. Kann man ansehen, dass er Riddick Bowe am Boden hat und dazu gehört schon was. In seinem Kampf, bevor er zum dritten Mal gegen Riddick Bowe antrat, wobei es allerdings um keinen Titel ging, war eine Begegnung mit Ray Mercer in Atlantic City 1995, im Mai vergangenen Jahres mit anderen Worten, und er gewann gegen Ray Mercer über 10 Runden nach Punkten. Und Ray Mercer ist ein Mann, der wirklich ein hartes Kinn hat, ein Mann mit enormen Nehmerqualitäten, aber Evander Holyfield hatte ihn am Boden. Und wiederum, glaube ich, ist dies ein ganz guter Hinweis darauf, dass Holyfield wirklich hinlangen kann, wirklich dann für den Fäusten hat. Bobicis kommt aus New Jersey, aus Wanakee, New Jersey. Und Evander Holyfield kommt aus Georgia, ist in Atlanta zu Hause. Scheint Chis Probleme zu bekommen. Wahrscheinlich gedacht, dass er eine Platzwunde hat. Ist aber nicht der Fall. Ein bescheidener Mann außerhalb des Rings. Nach seinem Sieg gegen Riddick Bowe, bei dem er sich den Titel zurückholte, hätte er natürlich, was viele Leute für selbstverständlich halten, in eine Litanei ausbrechen können, wie: ich habe es euch ja gesagt, ich bin der beste Mann der Welt. Und was er gesagt hat, war sehr einfach, Gott sei Dank.
Wiederum gute Runde für Evander Holyfield. Zur dritten Runde in dieser Begegnung zwischen Evander Holyfield, rechts im Bild, und Bobby Chiz, der Mann mit dem Bart. Oh, 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 da hat er durchgerüttelt, da kriegt ihm die Beine weg. Harter Treffer. Gnadenloser Schlagabtausch hier und eindeutig der bessere Mann dabei. Evander Holyfield. Bobby Chiz wird in Stehen angezählt, besagt. Er meinte, er bräuchte das nicht, aber ich glaube, der Ringrichter hatte hier durchaus recht. Chiz immer noch mit schönen, schnellen Fäusten. Hat sich offensichtlich erholt nach dem Anzählen. Das hat ihm die Pause verschafft, die er wohl brauchte. In 50 Kämpfen ist Bobby Chiz nur 6-mal als Verlierer aus dem Ring gegangen. 44 Mal hat er gewinnen können, 28 Mal vorzeitig. Evander Holyfield hat sehr viel weniger häufig im Ring gestanden. Er hat 31 Siege, 3 Niederlagen in seinem Kampfrekord vor dieser Begegnung mit Bobby Chiz. Ja, ich muss sagen, dass Bobby Chiz recht vernünftig boxt, aber nicht eindrucksvoll genug, um die Runden zu gewinnen. Die Runden sind nach meiner Auffassung alle zugunsten von Holyfield zu werten. Aber er ist in der Lage zu verhindern, dass Evander Holyfield hier seinen Rhythmus voll etablieren kann. Muss ordentlich was einstecken. Sie sehen, er hat nicht mehr Qualitäten. Ja, das war nicht uninteressant, was an der Ecke gesagt wurde. In der Ecke von Evander Holyfield. Pass auf, dass irgendwas, was die Handschuhe von Bobby Chiz, die Augen von Bobby Chiz brennen lässt. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ungewohnt für Evander Holyfield, mit einem Mann in den Ring zu steigen, der kleiner ist, der physisch auch nicht so überwältigend ist. Er muss runterboxen sozusagen. Er ist der Große, er ist der Mann mit der größeren Reichweite. Aber seinerzeit als Cruiser-Champ, als Cruiser-Gewichtsboxer ist er natürlich daran gewöhnt.
Aber in den letzten Jahren, in der Zeit, in der er als Schwergewichter aktiv ist, ist ihm das relativ selten passiert. Einer der Saubermänner des Berufsboxens, Evander Holyfield. 4, 5 Kinder, ist nie mit der Polizei in Schwierigkeiten gewesen. Ist bescheiden, keine Schlägereien auf der Straße, nichts dergleichen. Keine Drogenprobleme, kein Alkohol. Nicht unbedingt das, was man viel zu häufig findet. Allerdings vergisst man oft, dass es auch solche Leute wie Evander Holyfield gibt, in viel, viel größerer Zahl, als man denkt. Die rechte war da, den Kopf von Schiss nach hinten gerissen. Voller Aktion hier diese Auseinandersetzung, auch in der vierten Runde. Das Tempo lässt nicht nach. Wieder mal eine gute Runde für Evander Holyfield. Obwohl das möglicherweise die beste Runde von Chiss bisher gewesen ist, aber sie war nicht gut genug. Also irgendwas in den Augen. Get this guy out of here, man. Wenn das so einfach wäre. Zehn Runden sind auch in dieser Begegnung angesetzt. Zwischen Evander Holyfield in der weißen Hose und der Mann mit dem Bart. Ebenfalls in weiß Bobby Chiss. War das Ex-Weltmeister. In unterschiedlichen Gewichtsklassen und Holyfield einer meiner Männer, die zweimal Champion im Schwergewicht werden konnten. Wiederum harte, schnelle Auseinandersetzung. Schlagwechsel an den Seilen und wiederum ist es Evander Holyfield, der die Oberhand behält. Holyfield sieht sehr entspannt aus, könnte man fast sagen. Sehr ruhig, gelassen. Er weiß, er hat den Kampf hier im Griff. Und dass Bobby Chiss ihn durch seine Schläge nicht in Gefahr bringen kann. Schöne, schnelle Kombination von Holyfield, 1-2 Kombination. Chiss beginnt jetzt doch relativ häufig zu klammern in dieser fünften Runde.
Wunderbar, 1-2, 1-2 von Chiss. Man hat Holyfield voll getroffen, aber da war nicht allzu viel Ende. Ich weiß nicht genug, um Holyfield zu beeindrucken. Wiederum eine gute Runde für Holyfield, obwohl hin und wieder auch Chiss zum Zuge kam, aber nicht häufig genug. Wiederum nicht gut genug. Eigenartig, Tommy Parks behauptet, dass Bobby Chiss etwas mit seinen Augen nicht in Ordnung hätte, obwohl Bobby Chiss der Meinung war, er hätte was mit dem Rücken, was nicht in Ordnung wäre. So etwas in den Augen, sagt er, und der Ringarzt guckt und da kann natürlich nichts sehen. Und Bobby Chiss sagt, was von ihm erwartet wird, was sein Sekundant ihm da eingeflüstert hat, obwohl er vorher mit einer etwas anderen Storyline sich versucht hatte, aus diesem Kampf zu drücken. Und der Ringarzt macht das einzig Entscheidende, das einzig Richtige, entscheidet, dass wenn ein Risiko besteht und wenn man nicht weiß, was es ist, was ihm in den Augen brennt nun, dann ist es ein Risiko und sagt, der Kampf ist zu Ende. Technischer Knockout also für Evander Holyfield, aber die Wahrheit ist natürlich, dass Bobby Chiss einfach keine Lust mehr hatte, nicht mehr wollte. Und dass etwas amateurhafter dabei ist, dass er nicht mal richtig lügen konnten.